Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Werben und Verkaufen Marketing Convention 2017. Mein Name ist Florian Schröder. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Sie durch diesen Tag zu begleiten. Also wer immer hier auf die Bühne kommt, ich bin immer vorher da und sage Bescheid, wer kommt. Es geht um das große Thema Werbung heute den Tag über. Werbung, Wirkung, Währung heißt das Thema der Veranstaltung. Und ich sage einfach mal denen, die heute hier sind, Sie haben das richtig gemacht, Sie sind hier hingekommen. Wir streamen den Beginn dieses Tages jetzt auch live auf der Facebook-Seite von Werben und Verkaufen, weil wir denen, die nicht gekommen sind, zeigen wollen, wie geil das Programm ist, das Sie jetzt verpassen. Ja? Und das heißt, Sie sind die Glücklichen, die heute hier sind. Und wir grüßen an dieser Stelle die Welt übers Internet, die jetzt für 5 Minuten zuguckt und dann wieder ausgeschlossen wird von dieser genialen Veranstaltung, aber den Live-Blog natürlich lesen kann, den es auch den Tag über gibt. Werbung, ein großes Thema. 9.30 Uhr ist normalerweise für mich als Kabarettist eine Tageszeit, wo ich maximal darüber nachdenke, bald aufstehen zu können. Also es ist eher so ein Optionscharakter um diese Zeit. Und ich höre immer morgens Radio. Und das Schlimmste, was es gibt, ist morgens zur Primetime, wenn man gerade aufgewacht ist, Werbung im Radio. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor wir darüber sprechen, wie man Werbung richtig macht, wie man Werbung auf allen Kanälen macht, im Internet, im Fernsehen, im Radio, bevor wir darüber sprechen, wie man es besser bleiben lässt, möchte ich mein Lieblingsbeispiel für Werbung nennen, die zum Abgewöhnen ist, nämlich jeden Morgen das Gleiche im Radio, die Werbung von Seitenbacher Müsli. Ja? Jeden Morgen aufs Neue. Seitenbacher Müsli. Ich schalte das Radio an, ich liege im Bett. Ich weiß noch nicht, wie ich heiße. Ich weiß nicht, welcher Tag ist. Ich weiß nicht, wie viel Uhr ist. Aber ich weiß schon, es gibt Seitenbacher Müsli. Und dann sagt der Typ Sätze wie: Das Seitenbacher Müsli ist das Müsli vom Seitenbacher. Und ich denke, danke, da wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Ja? Aber dann gehe ich in den Supermarkt und sehe, welches Müsli ist am prominentesten vertreten? Das Seitenbacher Müsli. Warum? Weil es besser ist? Nein, weil wir einfach beim Einkaufen einen Fehler machen, weil wir zu sehr intuitiv kaufen. Wir gehen in den Supermarkt und sagen, ach, warte mal, kenne ich aus der Werbung, kaufe ich, nehme ich mit nach Hause. Ich gehe mittlerweile in den Supermarkt und sage, langsam, dieses Müsli kennst du aus der Werbung. Das ist der Typ, der dir jeden Morgen aufs Neue dein Frühstück versaut. Und das ist der verdammte Grund, warum du sein Müsli heute hier nicht kaufen wirst. Boykott. Und wenn ich jemals in meinem Leben Steinschlag haben sollte, ich werde nicht zu Carglass gehen. Ja. Niemals. Ja. Zweimal Beispiele für Werbung, die keiner erträgt, aber die irgendwie auf paradoxe Art und Weise dann doch funktioniert. Vielleicht werden wir im Laufe des Tages rausfinden, warum sie doch funktioniert und warum einfach die Müsli-Marke, die am prominentesten vertreten ist, am Ende des Tages doch Seitenbacher ist. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich gerne den wichtigsten Herren dieses Tages das Wort erteilen. Ohne sie, meine Damen und Herren, wären wir alle nicht hier. Ich nicht und Sie nicht. Deshalb bitte begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus den Geschäftsführer von Werben und Verkaufen, Christian Meitinger. Herzlich willkommen. Ja. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Leute, ich glaube, du kriegst jetzt ganz viele Müsli-Packungen demnächst nach Hause geliefert. Entweder von Seitenbacher oder von den Konkurrenten. Irgendeiner wird dich schon überzeugen können demnächst. Ja, danke schön, dass Sie alle da sind. Und wir danken natürlich auch unseren Partnern, die uns hier bei dieser Konferenz unterstützt haben, nämlich Scout24 Media und Stoio Media und unseren technischen Dienstleistern, Event-App-Partner Evisco Chips at Work. Die Digitalisierung, die wir uns heute vorgenommen haben, eröffnet natürlich viele Chancen für das Marketing, es effizient und effektiv zu gestalten, wenn man es richtig macht. Heute haben wir uns 2 Facetten vorgenommen, nämlich zum einen das Thema Werbung, Wirkung, Währung. Da wird der Jochen nachher gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Da geht es um Reichweiten, Zielgruppengenauigkeit, Messbarkeit und vielmehr immer noch stärker noch um das Thema Brand Safety. Und dann haben wir noch die Customer Journey. Die berühmt-berüchtigte Customer Journey. Man kann da vieles besser, aber auch ganz viel falsch machen. Ich darf mal hier, das war schon Anfang des Jahres in der W&V, das war die 4 2017, eine Untersuchung von Professor Esch. Ich weiß nicht, ob er die Überschrift lesen kann, da tun sich Abgründe auf. Im Endeffekt sagt er, was der Kunde will und was er bekommt, sind meistens 2 Paar Schuhe.
Der Kunde will in der Customer Journey eigentlich eine Entlastung haben, aber häufig liegt die Last der Customer Journey auf dem Rücken des Kunden, weil die Unternehmen sich entlasten wollen und nicht den Kunden. Ich versuche mal ein persönliches Beispiel zu geben. Wir hatten in letzter Zeit schon mal ein Auto bestellt, immer wieder mal oder konfiguriert. Ja, da sind doch zwei oder drei. So, dann hat man manchmal die Konstruktion, es gibt einen Leasinggeber, zum Beispiel eine große deutsche Bank und den Hersteller. Und dann stellt man fest, dass man dann unterschiedliche Zugangsdaten bekommt. Mehrere, teilweise nacheinander. Oder man wartet, man hat die Zugangsnummer, aber man wartet auf sein Passwort. Dann hat man zwei Konfiguratoren, nämlich den vom Leasinggeber und den vom Hersteller. Die passen aber nicht immer zusammen. Und am besten, habe ich dann gelernt, nimmt man sich noch den Katalog, das alte Print, weil da steht es nämlich ausführlich drin, weil die Erklärungen in der Digitalisierung meistens fehlerhaft sind. Aber da ist nur so eine Kurzbeschreibung drin, Sie können sich gar nicht vorstellen, was es denn ist. Und dann kommen diese berühmten, in Excel nennt man das Zirkelbezüge oder in Konfiguratoren sind das immer diese Konflikte. Wenn Sie A bestellen, müssen Sie aber auch B oder C bestellen. So, dann müssen Sie erstmal gucken, was ist denn B oder C? Und dann schauen Sie wieder nach, was Sie denn jetzt da eigentlich genau bestellen wollen. Oder Sie bestellen dann C und das heißt, das geht aber nicht mit A. Dann gehen Sie wieder rückwärts. Und so beschäftigen Sie sich und dann stellen Sie am Ende fest, dass Hersteller und Leasinggeber noch per Fax kommunizieren. Und das Ding lag dann ungefähr 6 Wochen da und dann wurden einige oder andere Teile falsch bestellt. Das ist dann das Thema Customer Journey, wo man sich denkt, ja, es geht ganz flott und es kann so einfach sein, aber am Ende ist mir dann der Autoverkäufer vor Ort dann doch lieber, der nämlich genau wusste, dass ich letztes Jahr auch schon eine Klimaautomatik bestellt hatte und die automatisch schon mal reingenommen hätte. Und so fangen wir halt bei vielen Dingen immer wieder ganz von vorne an. So, Jochen, aber wir waren letzte Woche alle bei den Screenforce Days in Köln. Und dort war auch das Thema Reichweite, Werbung, Wirkung, Währung ein großes Thema. Was war dein Eindruck dazu? Begrüßen Sie mit mir Dr. Jochen Kalker, unseren Chefredakteur. Hallo, ja, es geht. Ja, der Eindruck, es ging sehr viel um Brand Safety, fand ich. Das war überraschend hochgewichtetes Thema bei dem Screenforce Days. Und ich hatte so das Gefühl, es gab so ein bisschen einen Ruck, Klassik versus Social Media gegen Facebook und so weiter. Da war auch Giovanni Di Lorenzo, der ja unglaublich für TV steht, in Teilen schon, ich weiß, in drei, aber der da auch kräftig Gas gegeben hat am Anfang schon. Also da ist eine neue Energie zu spüren, habe ich das Gefühl. Da bin ich auch gespannt, was wir heute hier sehen. Beim Thema Auto, weil du es gerade angesprochen hast, da ist mir eingefallen, gerade als ich da stand, mein erstes Auto per Online habe ich genau vor 21 Jahren bestellt, 1996. Es war ein VW Diesel, super, ohne Abgase. Und damals musste man eine Kombination von, ich glaube, 30 Buchstaben-Zahlen-Kombis eingeben, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Nur die O und die Nuller waren nicht zu unterscheiden. Am Ende musste man auch telefonieren, mehrfach, auch faxen. Es hat sich irgendwie nichts geändert, ist mir gerade aufgefallen. Ganz lustig. Heute Morgen, als ich in meinem Bäcker war und meinen Kaffee to go genommen habe, auch umweltsaumäßig nicht in Ordnung, da war ein Schild an der Scheibe, wir haben einen Fax-Service. Und ich habe mich gefragt, warum ein Fax-Service heutzutage? Jetzt ist es klar, warum. Übrigens, wenn Sie bei Facebook sind und bei Facebook nicht mehr mitmachen wollen, austreten wollen, sozusagen wie aus der Kirche, das können Sie nur per Fax, hat mir neulich jemand gesagt. Ich habe das noch nicht überprüft, aber das werden wir überprüfen. Und dann auch kommunizieren. Okay, was habe ich zu sagen? Eigentlich nicht immer. Ich freue mich, dass wir hier ein unglaublich spannendes Programm haben. Wir haben ganz tolle Redner, ganz tolle Beispiele von Rewe, von der Deutschen Bahn, Flixbus, auch in der Kontroversität und auch internationale Redner. Ich glaube, es wird ein super spannender Tag heute. Und ich freue mich. Ich bin morgens auch nicht so wach übrigens, Florian. Das ist nicht meine Zeit. Das könnte jetzt Rückschlüsse auf meine Schulnoten geben. Nein. Ich würde sagen, wir gehen hier voll rein und der Ton wird mir schon abgedreht in den Tag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Learnings und uns natürlich auch. Und ich freue mich, dass wir Florian hier als wirklich unseren Star in der Moderation haben. Danke, dann übergebe ich wieder. Vielen Dank. Jochen Kalker, Christian Meitinger. Werben und Verkaufen. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, zu Beginn noch ein paar organisatorische Hinweise. Bitte laden Sie sich auf jeden Fall die Event-App für diesen Tag runter auf Ihrem Smartphone. Das ist essentiell wichtig, denn wir werden immer wieder im Laufe des Tages ein paar Fragen stellen, ein paar Umfragen machen.